12. Und der Ball bleibt im Schweriner Block hängen. 13 zu 12 für den Schweriner SC. Und Anja Brandt kommt nun für die Angabe beim Schweriner Sportclub. 13 zu 12. Und die Vorlage geht ins Leere und so 14 zu 12 für den Schweriner SC. Vom Block ins Feld, 14 zu 13. Maja Adam Ilic nun bei der Angabe für Suhl. Klasse gehoben von Tormann zum 15 zu 13 für Schwerin. Und Tormann schnappt sich auf den Ball zur Angabe. Der Ball ist zu weit. 15 zu 14. Angabe Suhl. Manja Simank wird sie ausführen. Am Block klasse durchgesetzt, Denise Hanke. Macht den Punkt für Schwerin. Der technischen Auszeit geht es nun weiter mit Denise Hanke bei der Angabe 16 zu 14 für Schwerin. Und der Ball ist raus. 17 zu 14 für Schwerin. Angabe Hanke. Der Ball ist zu weit. 17 zu 15. Birgit Thum bei der Angabe.
das gibt den Punkt für Schwerin. 18 zu 15 und Auszeit genommen. Christine Kaspersky bei der Angabe für den Schweriner SC. Der ist zu weit, 18 zu 16. Nata Sarapajic bei der Angabe. Punkt geht an Schwerin. 19 zu 16. Für die Landeshauptstädter. Charlie Jahn. Bei der Angabe. Und da verschlägt sie sich völlig, der Ball geht ins Aus, 20 zu 16. Diesmal ist Steffen erfolgreich, 20 zu 17. Und Steffen nun auch bei der Angabe. Das war ein Ass, 20 zu 18. Und erneut Angabe, Dominik Steffen. Und nun Auszeit genommen von Schwerin. Nach der Auszeit nun wieder Angabe Dominik Steffen, 20 zu 18 für den Schweriner Sportclub. Der Ball ist im Netz und so 21 zu 18. Und Maja Pachale bei der Angabe.